Bier, Pizza und Fußball. So oder zumindest so ähnlich stelle ich mir einen typischen Männerabend vor. Ob das wirklich so ist, das können wir jetzt gemeinsam herausfinden. Heute gastieren nämlich die Comedy-Hirten mit der Premiere ihres brandneuen Programms Männerabend locker wie im Wohnzimmer hier in Spielberg und wir sind einmal mehr für euch mit dabei. Und ich will ja Großhirn, der Typ, der uns gegenübersteht. 1,95 Meter groß, breite Schultern mit Schlägervisage. Großhirn, alle fertig machen zum Ärgern! Großhirn, Drüsen, Adrenalinausstoß vorbereiten! Also ich bin der Michael Spindleck und ich bin hier die Milz und daher bekomme ich überhaupt nichts mit. Das ist wie in der Politik einfach. Was ist da los? Du brauchst doch nichts mitzukriegen! Halt dich gefälligst raus aus dem Funkverkehr! Großhirn, Blutdruck steigen! Ja, du bist der Wolferl, ich hätte gerne einen Spritzer zu trinken. Ich gehe nichts nach unten zum Saufen, da zum Arbeiten. Welcher persönlichen Verbindung stellst denn du zu den Komödierten? Ja, zum Ersten, der Peter Molze ist ja ein Spielberger, ist ja da in Spielberg geboren und sein Heimathaus ist ja ganz in der Nähe von Kultur im Zentrum. Und mit den Komödierten verbindet mich nicht nur ein ausgezeichnetes Kabarett, sondern auch eine persönliche Freundschaft. Und sie haben ja bereits 7-mal bei uns gespielt, 7-mal vor vollem Haus, aber noch nie eine Premiere. Und diese Premiere heute findet ja bei uns statt, das war der Wunsch von Peter Molze. Und wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass diese Premiere der Ö3 Comedy Hirten bei uns hier stattfindet. Wir sind voll ausverkauft, so wie bei allen Veranstaltungen von den Hirten und ich freue mich auf diesen Abend sehr. Jo, sind die Frauen in der dritten Reihe besonders schwer, dann kommen sie wahrscheinlich aus Bastendorf. Also meine Herren, heute findet eure Premiere des neuen Programms statt. Wie lange dauert es denn ungefähr, bis ein komplettes neues Programm steht? Also es ist so, das Publikum wird heute sehr überrascht sein, dass das Programm so aktuell ist. Es klingt so, als hätten wir es heute Vormittag geschrieben, weil wir haben es heute Vormittag geschrieben. Ja gut, es ist natürlich klar, dass wir dem Uli in dieser schweren Stunde beistehen. Ich war heute Vormittag noch bei Ikea und habe schwedische Gardinen gekauft, damit er sich schon ein bisschen daran gewöhnen kann. Naja, und dann ist natürlich so, wenn er rauskommt irgendwann... Also wie schaut jetzt bei euch ein typischer Männerabend aus? Verbringt ihr teilweise auch gemeinsam? Das Problem ist, nachdem das Problem wirklich so aktuell wurde, ist, stimmt der Titel Männerabend nicht mehr. Ja. Das hat sich alles überholt, leider Gottes schon wieder. Das Programm heißt mittlerweile 2014, weil wir es einfach 2014 spielen und hat einfach damit zu tun, ist 30 Jahre nach 1984 einfach George Orwells Prophezeiung und mittlerweile gibt es einen Überwachungsstaat, sagen wir mal so, und also durch die NSA, durch Edward Snowden und dann wir Comedy hatten gesagt, wir legen jedes Geheimnis, was wir haben, einfach offen und wir machen das als erstes in Spielberg. Zwei Europäer schlafen in Afrika, in der afrikanischen Steppe im Zelt und dann wird einer ganz nervös und sagt, Scheiße, da vorne steht der Löwe draußen vor seinem Zelt und der andere ist ganz ruhig und nimmt sich die Turnschuhe und zieht sich die Turnschuhe an. Und dann sagt er, ja, bist du deppert, wie kannst du jetzt die Turnschuhe einfach anziehen? Da draußen ist der Löwe, der ist sowieso schneller als wir. Dann sagt er, ich muss nicht schneller sein als der Löwe, ich muss nicht schneller sein als du. Ja, das ist zwar lustig, Christian, der Leute lacht nur, bitte, was hat das zu tun mit den Komödien und mit unserem Frauenverhalten von den Komödien? Was hat damit zu tun, dass du damit einspülst? Ja. Muss nicht wirklich schön sein. Und jetzt noch eine letzte Frage, wie schaut es denn aus? Seid ihr jetzt noch ein bisschen nervös, vor allem vor der Premiere, oder ist das wurscht? Ich schäbert sehr, ich kann das gar nicht sagen. Was ich mir schon für Schnapsel reingestellt habe. Ich muss sagen, als Werner Feiermann bin ich natürlich auch ein bisschen nervös, aber wenn es zu schlimm wird, dann kann ich immer den Ostermeier vorschicken und der macht das schon, das ist gut. Also grundsätzlich ist nicht gelaudert, muss ich sagen, eine Nervosität vor einem Rennen gibt es bei mir nicht. Weil wenn der Regisseur, den wir bekanntlich nicht haben, mir irgendetwas sagen würde, würde ich sowieso nur mit einem Ohr zuhören. Also relativ einfach. Ja, und ich sage so, ich glaube, Kanal 3 hat das Interview wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt sagen wir nur noch, gute Nacht. Und bitte, bitte, bitte lassen Sie uns jetzt endlich in Ruhe. Wir müssen uns auch im Tierhimmel konzentrieren. Dankeschön. Dann sage ich, hallo, grüß dich, bist der Herzog an der Hand. Sagt er, super, den Herzog an der Hand, das ist wirklich eine Flamme von einem Menschen. Ne? Du, dann habe ich gehört, es gibt ja auch diese Musikgruppen, unsere A3, die da immer dreimal parodiert werden. Machst du das auch noch? Dann habe ich gesagt, ja, der Herbert macht zum Beispiel wunderbar den... Schöne Tänze.
Naja, also Wolfgang, kannst du dich erinnern, den habe ich ja ausgetreten. Natürlich kann ich mich erinnern, nein, wirklich eine gute Parodietaschule. Der Fendrich, was ist mit dem Fendrich? Sag er zu Fendrich. Ja, sicher haben wir das auch gemacht, aber du weißt es ganz genau, wir haben uns ja ziemlich zerstritten gehabt, lieber Wolfgang, aber rechtzeitig zu Weihnachten haben wir uns wieder verpackelt. Nein, ich kann mich abhauen, das ist natürlich ein Leibwand, die Partie, wir sind alle noch und wir machen den Anbruch noch eigentlich, wir machen den Anbruch noch. Ja, und dann war der Peter ganz, ganz stolz und euphorisiert, weil ihm alles gefallen hat und sagt zum Beifall: Ich mache einen Anpass noch. Der schaut mir an, du bist ein richtiges Arschloch.